Ich suche gerade Lebensmittel zusammen, die ich der Tafel spenden möchte. Unsere 44 Tafeln in Land Brandenburg stoßen an ihre Belastungsgrenzen. Es gibt zu wenig Ware für die Bedürftigen. Das ist jedoch nicht die einzige Sorge. Die Betriebs- und Energiekosten sind enorm gestiegen und damit nicht genug. Die Spenden und die Zahl der freiwilligen Helfer schrumpft. So sind Aufnahmestopps für die Tafeln keine Ausnahme mehr. Wartelisten oder kleinere Lebensmittelpakete für Bedürftige gehören längst zum Alltag. Wir haben in den Krisenzeiten auch erlebt, dass Ämter gesagt haben, geht mal zu den Tafeln, dort werdet ihr mitversorgt. Ihr müsst wissen, die Tafeln sind keine staatlichen Einrichtungen. Wir wollen die Tafeln entlasten. Sie brauchen finanzielle Unterstützung, vor allem bei Betriebs- und Energiekosten. Deshalb haben wir zur Unterstützung der Brandenburger Tafeln einen Antrag in den Landtag eingebracht. Und ich bringe jetzt meine gesammelten Lebensmittel zur Tafel. Unterstützen auch Sie die Brandenburger Tafeln mit Ihrer Spende.